Von wegen, alte Menschen sind träge und haben nichts zu tun. Jürgen Kaiser ist das genaue Gegenteil. Er ist topfit und hochaktiv. Und jetzt gehen wir mal zur Uni. Als Stadtbüttel zeigt er Interessierten die schönen Ecken von Stuttgart-Feuerbach. Oh, ja eben. Hätten sich richtig parkt, sonst kriegen Sie gleich einen Strafzettel. Über viele Vorurteile, was das Alter angeht, kann Jürgen Kaiser nur lachen. Ist schon besser. Ja, gut. Natürlich spüren Sie das Alter, die Knochenlasten nach, die Gesundheit haben Sie auch Probleme. Das gibt es alles. Aber ich denke, es kommt darauf an, was Sie vorhaben, was Sie machen wollen. Natürlich haben Sie Einschränkungen. Aber dass Sie alt sind, wenn Sie aktiv sind, das sagen immer die anderen zu einem. Und da muss man klar sagen, stopp, das lasse ich nicht an mich ran. Das entscheide ich. Stimmt überhaupt nicht. Es kommt darauf an, wie Sie ans Leben herangehen. Natürlich, die großen Knaller brauchen Sie jetzt auch nicht mehr. Aber mit ein bisschen Altersmilde und auch Altersweisheit, ja, haben Sie eigentlich mindestens sehr viel zu schmunzeln und gelegentlich auch zu lachen. Stimmt so auch nicht, denn wenn Sie was wissen wollen, dann lernen Sie das auch. Natürlich geht manches schwieriger und das Gedächtnis lässt nach und es gibt Aussetzer. Aber wenn Sie was wissen wollen, das klappt dann schon. Das halte ich für einen völligen Blödsinn. Liebe ist nicht mit Sex zu vergleichen. Und natürlich erleben Sie Liebe und Erotik mit 20, 25 anders wie mit 70. Aber sie ist da, nur eben anders. Und da muss man sich drauf einlassen und dann ist das wunderschön. Jein! Wenn Sie nichts vorhaben, keine Ziele haben, dann müssen Sie sich trotzdem mit dem Tod auseinandersetzen. Weil Sie das nicht wollen, rennen Sie davon, haben Sie da ja auch keine Zeit. Aber wenn Sie sagen, klar, das Leben ist endlich und ich habe jetzt vielleicht noch 10 gute Jahre und es kommen Einschränkungen, dann konzentrieren Sie sich mehr auf etwas, was Sie wollen. Und da Lebenszeit reinzupacken, das lohnt sich. Kein Problem. Wer bis jetzt gedacht hat, dass alte Menschen langweilig und verbittert sind, ich bin der Feuerwacher Büttel. Der weiß es jetzt, dank Jürgen Kaiser, besser.